Hallo und willkommen zur 37. Folge von Kraut und Rübe und Videospiele. Ja, heute möchte ich so ein bisschen mit dem Thema der Fighting-Spiele weitermachen, also dem Thema frühe Fighting-Spiele. Und bin da heute bei Barbarian für den C64 angelangt. Barbarian erschien 1987 von dem englischen Softwarehaus Palace Software und war für die damaligen Verhältnisse eigentlich ein recht originelles Fighting-Spiel. Ja gut, wie ihr dem Cover wahrscheinlich schon entnehmen konntet, spielt Barbarian schon ganz klar in dieser Barbarenwelt, also dieser Sword and Sorcerer-Welt ab. Ich habe in einer früheren Folge schon mal erwähnt, dass gerade so diese Sword and Sorcerer-Thematik in den 80er Jahren unheimlich populär war. Und losgetreten wurde so dieser ganze Barbaren-Film, Barbaren-Videospiel-Hype mit dem 1982 erschienenen Film Count the Barbarian. Und und dieser Film hat dann natürlich auch dementsprechend seine Wirkung auf andere Filme damals gezeigt oder eben auch auf die Videospiel- und Computerspielindustrie. Aber um das jetzt so ein bisschen näher zu erläutern, müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Und aus dem Grund habe ich wieder mal ein kleines Filmreview vorbereitet. Also was heißt klein, das ist schon ein bisschen länger geworden. Und das möchte ich jetzt auch mal direkt einspielen. Eines der populärsten Thematiken der 1980er Jahre Popkultur war zweifelsohne das fiktive Zeitalter der Barbaren, die sich meist gegen Zauberer und andere übernatürliche Kreationen behaupten mussten. Hierzulande in dem allgemeinen Begriff Fantasy verpackt, ist die englische Bezeichnung Sword and Sorcerer vermutlich treffender, um das Genre zu definieren. Es ist sicherlich nicht verkehrt, den 80er Jahre Barbaren-Hype mit dem 1982 erschienenen Count the Barbarian in Verbindung zu bringen. Nicht zu Unrecht gilt dieser heute als absoluter Klassiker des Genres und machte nebenbei den damals noch unbekannten Bodybuilder Arnold Schwarzenegger einem größeren Publikum bekannt. Aber alles vor dem Count-Film auszublenden, nur weil es einem größeren Publikum unbekannt war, wäre etwas ungerecht. Denn bereits in den späten 60er Jahren war die Sword and Sorcerer-Thematik, wenigstens in der Comic-Kultur, recht stark verbreitet. Bereits der Comic-Künstler Richard Corben entwickelte 1968 in seinem experimentellen Kurzfilm Neverwhere seinen muskulösen Helden Dan, der sich in einer Fantasy-Welt mit Magiern und anderen Fantasy-Wesen auseinandersetzen musste. Anfänglich als reines Kurzfilmexperiment gestartet, setzte Corben die Abenteuer Dans fort, diesmal jedoch in Comic-Form, womit er einige Klassiker der Comic-Geschichte schuf. Und insbesondere der amerikanische Zeichner Frank Frazetta hatte durch seine Illustration einen enormen Einfluss auf das Fantasy-Genre. Frazetta zeichnete bereits seit den 1940er Jahren, konzentrierte sich aber ab den 60er Jahren verstärkt auf Fantasy-bezogene Illustrationen. Und obwohl Frazetta selbst, abgesehen von seiner Mitarbeit an dem 1983 erschienenen Fire and Ice, selten als Geschichtenschreiber auftrat, gilt er seit den 60er Jahren schon als einer der einflussreichsten Künstler des Fantasy und insbesondere des Sword and Sorcerer Genres. Aber um nochmal zurück zu Cone zu kommen, selbst die Figur Cone war zum Zeitpunkt des Filmes bereits 50 Jahre alt. Seinen ersten Auftritt hatte Cone 1932 als Romanheld in dem damals laufenden Pulp-Magazin Weird Tales, in der Geschichte The Phoenix and the Sword. Robert Irwin Howard, der Schöpfer Conans, schrieb weitere 4 Jahre beinahe 20 komplette Geschichten über Cones Abenteuer, bis er dann 1936 verstarb. Obwohl Howard selbst nur 4 Jahre seines Lebens Cone widmete, entwickelte sich das von ihm erschaffene Universum zu einem der beliebtesten der Pulp-Kultur. Und als 1970 das amerikanische Comic-Unternehmen Marvel begann, Conan als regelmäßige Comicserie zu verarbeiten, wurde Howards Figur einer neuen Generation zugänglich gemacht. Als Comic war Conan the Barbarian erfolgreich genug, um sich auch die nächsten 25 Jahre erfolgreich auf dem Comicmarkt zu halten. Zudem war die Nachfrage nach actionlastigerer Fantasy, eben das Sword and Sorcerer Genre, groß genug, um noch eine zweite Barbarin ins Leben zu rufen. Ursprünglich als Nebenfigur für die Coen-Geschichten eingeführt, entstand Red Sonja, die 1975 dann auch ihre eigene Comicserie bekam. Aber dazu komme ich später noch einmal.
Jetzt komme ich erstmal zum ersten Coen-Film von 1982. Als Junge wächst Coen in einer Waffenschmiedfamilie auf, die ihm die Geschichten und Lehren der Gottheit Krom und die des Stahles vermitteln. Coens Kindheit wird jedoch recht schnell beendet, als sein Volk von den Horden Tulsa Dooms überfallen und regelrecht abgeschlachtet wird. Coens Vater wird von Tulsa Dooms Hunden zerrissen, während seine Mutter bei dem Versuch, Coen zu schützen, von Doom persönlich enthauptet wird. Die noch überlebenden Kinder, zu denen auch Coen gehört, werden von Dooms Horden verschleppt und versklavt. Nach etlichen Jahren der Sklaverei und auch mittlerweile zu einem jungen Mann herangewachsen, wird Coen auserkoren, sein Leben als Gladiator fortzusetzen. Und auch wenn Coen am Anfang nicht weiß, was ihm geschieht, findet er sich doch sehr schnell in der Rolle des Vorzeigegladiators zurecht. Vielmehr beginnt er sogar die damit verbundene Anerkennung zu genießen, die er als Arbeitsslave nie kennenlernt. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good. That is good. Ja, nach einer langen Zeit als Zuchtbulle und Vorzeigegladiator wird Coen die Freiheit geschenkt. Und da Conan in seinem Leben nichts kennenlernte als den Kampf, schlägt sich dieser nun als ewiger Wanderer und Krieger durch die Länder. Stets auf der Suche nach dem Mörder seines Stammes und seiner Eltern, von denen er nur das Schlangensymbol kennt. Nach einer zufälligen Begegnung mit einer Hexe, die Coen in die Stadt Zamora schickt, schließt sich der Dieb und Bogenschütze Subatai an. In Zamora angekommen, erfährt Coen, dass der Schlangenkult, den er unmittelbar mit dem Mörder seiner Familie verbindet, auch in anderen Städten nicht unbekannt ist. Und zusammen mit der Diebin und Kriegerin Valeria, die sie zufällig treffen, als diese ebenfalls zum Plündern in die Türme eindringen will, schlägt sich das nun angewachsene Team zusammen mit den Wachen rum. Und während die drei in dem Tempel nach Beute suchen, findet Conan die ersten Hinweise auf die Verbindung zwischen dem Schlangenkult und Tulsa Doom. Und da Conan zwar ein hervorragender Krieger ist, aber ein unauffälliges Vorgehen nicht zu seinen Stärken gehört, werden die drei Eindringlinge schnell entdeckt und müssen sich den Weg aus dem Tempel wieder freikämpfen. Conan, der Frauen bisher stets als Huren oder einfach nur als Liebesgespielinnen sah, ist fasziniert von der kampferfahrenen Valeria. Und auch Valeria, die zuvor stets auf sich alleine gestellt war, lernt den Zusammenhalt des Teams sehr schnell zu schätzen. Und auch Cons Zuneigung ihr gegenüber wird schnell erwidert. Als das Team von König Osric den Auftrag bekommt, seine verschollene Tochter aus dem Bann Tulsa Dooms zu befreien, steht Coen vor einer Entscheidung. Bestand sein bisheriger Lebensinhalt ausschließlich im Vernichten seiner Gegner bzw. seiner Rachsucht nachzugehen, empfindet er erstmalig Zuneigung zu einer Person, bzw. bekommt diese auch erwidert. Nichtsdestotrotz ist der Kampf gegen Tulsa Doom und seine Truppen natürlich unausweichlich. Schon alleine, um des Königs Tochter zurückzubringen und mit dem Erlös ein Leben jenseits des täglichen Überlebens zu ermöglichen. Zugegeben ist die Handlung jetzt etwas holprig wiedergegeben. Dies ist aber auch leider damit behaftet, dass die Story in Conan the Barbarian zeitweise wirklich sehr holprig ist und viele Wendepunkte eher zufällig vorangetrieben werden, als dass sie von der Geschichte her wirklich vorbereitet sind. Beispielsweise erlangt Conan eher zufällig sein Schwert, als er bei seiner Flucht vor herrenlosen Hunden in eine Höhle stürzt. Dort findet er dann, neben den Überresten eines alten Königs, auch sein Schwert, was der Film mit einem Schicksalswink von Conans Gott Krom erklärt. Später wird Coens Begleiter Subutai buchstäblich am Wegesrand eingesammelt, wo er, vermutlich von der Hexe in der Hütte, angekettet zum Sterben zurückgelassen wurde. Valeria, die im Film erstaunlicherweise die größte Entwicklung durchmacht, wird vor den Türmen des Schlangenkultes aufgegabelt. Einfach, weil sie zufällig zum gleichen Zeitpunkt plant, in diese einzudringen, um zu plündern. Und solche Wendungen in der Geschichte ziehen sich dann leider auch durch den kompletten Film. Sicherlich kann man vieles auch mit übernatürlichen Kräften und Göttern erklären, die ein fester Teil in Coens Welt sind. Dennoch ist dies handlungstechnisch natürlich nicht sonderlich geschickt, wenn neue Figuren oder Wendepunkte mal eben schnell aus dem Ärmel geschüttelt werden. Fairerweise muss man dem Film allerdings eingestehen, dass er nie seinen Fokus verliert. Und die Figuren für so einen Sword and Sorcerer Film erstaunlich interessant bleiben. Zugegeben bleibt Subutai während des Filmes etwas blass, wirkt aber dennoch sympathisch. Das Zusammenspiel zwischen Valeria und Coen hingegen funktioniert tatsächlich sehr gut. Die Beziehungsgeschichte ist jetzt zugegeben nicht sonderlich tiefschürfend, bleibt aber durchgehend glaubwürdig und ist glücklicherweise frei von Kitsch und Peinlichkeiten.
Aber generell fällt der Valeria-Charakter positiv auf bei Conan the Barbarian. Im Gegensatz zu anderen Filmen wird Valeria nie auf die Rolle einer Ficktrophäe reduziert, wie es in Actionfilmen der 80er Jahre bei Frauenrollen leider sehr häufig der Fall ist. Selbst als sie den Wunsch äußert, an Conans Seite ein friedliches Leben zu führen, wird sie nicht, wie so oft vertreten, auf die Rolle der plötzlich unterlegenen Frau reduziert, sondern bleibt stets auf Augenhöhe mit den Helden. Man könnte dem Film jetzt vielleicht negativ auslegen, dass das Erzähltempo etwas langsam ist. Dies betrachte ich jetzt allerdings nicht wirklich als Nachteil. Vielmehr nimmt sich der Film die Zeit, den Zuschauer wirklich in Conans Welt eintauchen zu lassen, als ihn direkt mit Non-Stop-Action zu erschlagen. Wie ich bereits sagte, ist die holprige Erzählweise wirklich der größte Schwachpunkt des Filmes. Man sollte hier sicherlich kein Shakespeare erwarten, aber nichtsdestotrotz schafft es der Film, seine brachiale, martialische Fantasy-Welt glaubhaft zu vermitteln und wirkt perfekt in sich geschlossen. Insbesondere der epische Soundtrack von Basil Polidaris trägt die Atmosphäre des Films perfekt. Es hat seine Gründe, dass der Coen-Soundtrack zu einem der populärsten Filmmusiken der 80er Jahre gehört. Conan the Barbarian bekam Anfang der 80ern von den damaligen Filmkritikern ziemlich negative Wertungen. Und dies ist, in Anbetracht der von mir genannten Mängel, auch sicherlich nicht ganz unberechtigt. Allerdings ist Conan the Barbarian auch nicht die filmische Vollkatastrophe, die viele Kritiker gerne in dem Film gesehen hätten. Der Film ist handwerklich auf einem hohen Niveau und die ganze Fantasy-Barbaren-Atmosphäre absolut stimmig. Die Figuren sind interessant und ihre Motivation absolut nachvollziehbar. Der Soundtrack rockt derbe und insbesondere Coens Hauptgegenspieler, Tulsa Doom, ist perfekt besetzt. Und selbst wenn Doom für den Hauptgegenspieler erstaunlich wenig Filmzeit hat, besitzt er genügend Charisma und hebt sich deutlich von dem stereotypischen Schwarzmagier ab, den das Sword and Sorcerer Genre normalerweise bietet. That is strength, boy. That is power. The strength and power of flesh. What is steel compared to the hand that wields it? Trotz der wirklich fiesen Kritiken phasenweise kam Coen beim Publikum sehr gut an und brach eine ganze Welle von Sword and Sorcerer Filmen los. Ich werde mich da jetzt aber auch ein bisschen knapper halten, schließlich geht es ja in erster Linie um Videospiele. Deshalb möchte ich den Nachfolger Conan the Destroyer und das Spin-off Red Sonja jetzt nur mal ganz kurz anschneiden, bevor ich dann auch mit Videospielen weitermache. 1984, also 2 Jahre später, erschien dann Conan the Destroyer, der auf Wunsch des Produzenten Dino De Laurentiis diesmal etwas familienfreundlicher sein sollte. Dadurch fehlt natürlich auch die komplette martialisch-barbaren-Atmosphäre des ersten Teiles, wodurch der zweite Teil stärker in die Richtung eines familienfreundlichen Fantasy-Filmes ging. Auch sind die Charaktere, die im ersten Teil wirklich nachvollziehbare Motivation und Ziele hatten, in Conan the Destroyer recht blass und werden meistens auf Comedy-Charaktere oder Stereotypen reduziert. Man sieht dem Film leider stark an, dass er gezielt auf die Sehgewohnheiten eines jugendlichen Massenpublikums der 80er Jahre zugeschnitten wurde. Zugegeben, der Film hat ein paar nette Momente, aber im direkten Vergleich mit seinem großen Vorgänger ist Conan the Destroyer in den letzten Jahrzehnten nicht übermäßig gut gealtert. Ein Jahr später, also 1985, nahm sich der Produzent Laurentiis das Conan-Spin-off Red Sonja vor. Und da sich der familienfreundliche Unterton bei Conan the Destroyer wenigstens aus finanzieller Sicht durchaus bewährte, ging Red Sonja nochmal einen Schritt weiter in diese Richtung. Die Gewaltdarstellung wurde noch weiter reduziert und die Amazone Red Sonja bekam nun einen Kinderkönig an die Seite gestellt, da Filme mit Kinderhelden in den 80er Jahren halt irgendwie beliebt waren. Zwischendurch tauchte noch Arnold Schwarzenegger auf, der aus lizenzrechtlichen Gründen nun Kalidor heißt und nicht mehr Conan. Und der ganze Film pendelt recht unentschlossen zwischen Love Story, Rachefilm und Kindererziehungsdrama oder was auch immer hin und her, ohne jedoch auf einem Thema wirklich überzeugen zu können. Hinzu kommt, dass Brigitte Nielsen, die die Hauptrolle der Red Sonja übernimmt, eben auch keine sonderlich gute Schauspielerin ist. Gut, dasselbe kann man jetzt auch über Schwarzenegger behaupten. Aber Schwarzenegger überzeugte als martialisch wortkarger Barbar. Während Brigitte Nielsen die kampferfahrene Amazone nicht wirklich vermitteln kann. Red Sonja floppte damals an den Kinokassen und war auch vorerst die letzte Verfilmung aus dem Conan-Universum. Ebenso wie Conan the Destroyer hat der Film heute noch einen gewissen Bekanntheitsgrad, weil er eben mit dem herausragenden Conan the Barbarian verwandt ist und auch mit Schwarzenegger einen Schauspieler vorweisen kann,
der mittlerweile auch zu den größten des Action-Genres zählt. Aber ansonsten wären beide Filme im Laufe der letzten 30 Jahre wohl ebenso in Vergessenheit geraten, wie viele andere Barbarenfilme und Sword and Sorcerer Filme aus den 80er Jahren. Und obwohl eigentlich nur der erste Korn-Film richtig gut war, war sein Einfluss zumindest groß genug, um wirklich so in den 80er Jahren so die ganze Medienlandschaft zu prägen. Also jetzt nicht nur die Filmindustrie, sondern eben auch wirklich die Video- und Computerspielkultur. Bevor ich jetzt auch zu dem heutigen Barbarian komme, also Barbarian ist das heutige Hauptspiel, möchte ich jetzt aber nochmal so 3-4 andere Spiele vorstellen, die meiner Ansicht nach eigentlich so recht repräsentativ sind für diese ganzen Sword and Sorcerer und Barbaren-Spiele, die in den 80er Jahren halt eben sehr populär waren. Das offizielle Spiel zum Film erschien 1984 für den Atari XL und den C64. Hier seht ihr jetzt gerade die C64-Version, die der Atari XL-Version aber sehr ähnlich ist. Und ihr seht ja gerade selbst, dass das Spiel, wie leider die meisten filmlizenzierten Spiele, ziemlich mies ist. Die Grafik ist selbst für 1984er Verhältnisse wirklich hässlich. Und die Steuerung sowie die Kollisionsabfrage ist dermaßen ungenau, ihr seht es ja gerade, dass ein halbwegs präzises Steuern einfach nicht möglich ist. Ich komme jetzt aber auch direkt zu den nächsten drei Spielen, die aus dieser Barbaren- und Sword and Sorcerer-Thematik einfach bessere Spiele machten. Ich habe es jetzt auch nur mal mit in die Folge genommen, weil es halt das offizielle Conan-Spiel ist. ...1987 erschien in Arcade-Hallen Rastan, bei dem ihr euch mit eurem Krieger durch 6 Levels springen und kämpfen müsst. Jeder der 6 Levels ist in 3 Abschnitte unterteilt, an dessen Ende ihr den jeweiligen Levelboss bekämpfen müsst. Zwischenzeitlich findet ihr andere Waffen oder sonstige Gegenstände, die euch zeitweise schießen lassen oder eure Lebensenergie auffrischen. Grafisch ist Rastan auf dem üblichen Standard, den Spielhallentitel in den späten 80ern boten. Und ihr seht es wahrscheinlich auch selber schon, der Einfluss der Coen-Filme ist wirklich nicht zu übersehen. Aber auch spielerisch ist Rastan ein durchaus guter Titel, wenn auch der Schwierigkeitsgrad, eben spielhallentypisch, sehr sehr hoch angesetzt ist. 1989 erschien dann Data Easts Fighting-Spiel Hippodrome. In Hippodrome übernimmt der Spieler den einzigen menschlichen Teilnehmer in einem Gladiatoren-Tournament und tritt gegen die üblichen Sword- und Sorcerer-Fantasy-Wesen an. Und auch wenn Hippodrome schon eindeutig zu den früheren Fighting-Spielen gehört, hat es einige Elemente, die normalerweise sehr untypisch für das Genre sind. So bekommt euer Kämpfer nach jedem Sieg Geld zugesprochen, mit dem ihr euch zwischen den Runden neue Waffen und vorübergehende Fähigkeiten kaufen könnt. Leider klingt das jetzt erstmal interessanter, als es das Spiel selber ist. Der Hauptschwachpunkt des Spiels ist die leider etwas undurchsichtige Kollisionsabfrage, die natürlich gerade bei dem Actionspiel eigentlich sehr wichtig ist. Wenn man sich für jeden Gegner die richtige Taktik zurechtlegt und sinnvoll seine Waffen oder Zusatzfähigkeiten einsetzt, kommt man zwar recht schnell voran, aber ein wirklich flüssiges Spielgefühl kommt leider nicht auf. Zwar ist Hippodrome jetzt nicht so schlecht, wie es der erste Eindruck eben auch vermittelt, also wenn man die Fähigkeiten richtig einsetzt, kann man eigentlich sehr sehr gut vorankommen, aber es bleibt halt schon stets das Gefühl, dass ein eigentlich interessantes Spielkonzept leider sehr schwach umgesetzt wurde. Noch im selben Jahr, also ebenfalls 1989, erschien dann der erste Teil von Segas Golden Axe Serie. Golden Axe ist ein typischer Vertreter des damals populären Beat'em-up-Genres. Ja, so kämpft man sich, entweder alleine oder wahlweise auch im Team, mit seinen Kriegern durch das Land Yuria und verprügelt alles an Gegnern, was euren Weg kreuzt. Ja, Golden Axe gehörte damals somit zu den populärsten Serien von Sega. Die ganze Sword and Sorcerer-Stimmung kommt wirklich schön rüber und ihr seht auch die Grafik, die ist wirklich sehr, sehr schick gezeichnet, meiner Ansicht nach. Ja, auch die Levels, die sind wirklich sehr kurzweilig gehalten und auch so diese ganze Sword and Sorcerer-Stimmung ist meiner Ansicht nach sehr, sehr schön gefangen in Golden Axe. Ja gut, also spielerisch gesehen bemerkt man schon das Alter bei Golden Axe, also die Spielmechanik, also auch dieses Kampfsystem ist schon sehr, sehr minimal. Aber weil Golden Axe eben auch kein sehr langes Spiel ist und auch grafisch sehr schön ist, kann man das eigentlich immer noch sehr schön spielen. Ja gut, jetzt nach diesen Kurzreviews möchte ich jetzt auch langsam mal zum Hauptspiel rübergehen und werde jetzt einmal Barbarian spielen. Achso, was ihr übrigens gerade seht, ist der Original C64, wie er damals in der Urversion Anfang der 80er rausgekommen ist. Also wirklich das erste Modell.
Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei dem User Warbird aus dem Forum bedanken, der mir eben ja eben diesen C64 schenkte. Und dafür einmal ganz offiziell wirklich ein ganz herzliches Dankeschön an Warbird. Und ja gut, jetzt starte ich aber auch wirklich mit Barbarian. Ja gut, Barbarian, also wie die meisten Fighting-Spiele, erklärt sich Barbarian auf den ersten Blick auch schon selber. Ihr seht oben links bzw. rechts diese Punkte, das ist die Energieanzeige, welcher Gegner jetzt noch wie viel Lebensenergie hat. Und ja gut, ist natürlich relativ simpel das Regelwerk. Der Gegner, der als erstes natürlich die Energie verloren hat, der hat natürlich auch verloren. Was bei Barbarian allerdings noch ziemlich interessant ist, ist, man kann einen Kampf natürlich gewinnen, indem man Computergegner eben die ganze Energie runterarbeitet, was ich jetzt gerade mache. Also ich bin übrigens der Baba ohne T-Shirt. Oder man kann dem Gegner auch direkt mit einem Schlag den Kopf abschlagen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich versuch's jetzt mal. Und zack. Ah, hat funktioniert. Sehr schön. Es ist ziemlich egal, wie viel Energie der Gegner hat oder wie viel Energie man selber noch hat. Ab dem Moment, wo man eben den Kopf verliert, ist der Kampf ganz klar vorbei. Also selbst mit voller Lebensenergie, der Kampf ist sofort beendet, sobald halt ein Gegner seinen Kopf verliert. Und das finde ich insofern ganz interessant. Oi, das ging schnell. Okay. Ja, diese Enthauptung klappt bei den ersten Gegnern relativ gut. So ab dem vierten, spätestens fünften Gegner ist es eigentlich schon fast unmöglich, den Gegner zu enthaupten, weil ab dem Moment kämpfen die sehr aggressiv und blocken eben auch. Also irgendwann müssen sie ihren Kopf so ein bisschen zu verteidigen. Die ersten Gegner kann man eigentlich noch relativ gut köpfen. Und ich versuche jetzt nochmal eine Enthauptung hier. Zack. Ja, das ist insofern eigentlich auch historisch recht interessant. Also auf Anhieb fällt mir jetzt kein Fighting-Spiel ein, was vor Barbarian erschien, wo es halt die Möglichkeit... Oi, heute habe ich aber einen guten Lauf. Ansonsten fällt mir vor Barbarian jetzt kein Fighting-Spiel ein, wo man jetzt wirklich praktisch mit einem präzisen Schlag den kompletten Kampf für sich entscheiden konnte. Also zuvor war, gut, generell diese ganzen Beat'em-Ups, die auf Lebensenergie basierten, die gab es vorher... Hallo? Okay, also heute habe ich echt Glück. Also normalerweise schaffe ich so die ersten zwei, drei Gegner, so ab dem vierten wird es schwierig, das war jetzt echt gerade ein reiner Glückstreffer. Egal, wo ich jetzt die ganze Zeit drauf hinaus will. Das ist insofern halt sehr interessant, weil es zuvor eigentlich nichts in der Richtung gab, wo man halt einen Mitspieler, oder in diesem Fall einen Computergegner, mit dem ersten Schlag, also praktisch so, den Kampf für sich gewinnen konnte. Das ist natürlich insofern ganz gut, weil selbst wenn man im Kampf schon wirklich unterliegt, oder der Gegner halt unterliegt, kann man den Kampf jederzeit immer noch für sich entscheiden, indem man halt, wie geschafft, mit dem gut gezielten Schlag den Gegner enthauptet. So. Ja gut, ihr seht schon, aber jetzt wird es gerade ein bisschen schwerer. Jetzt blockt er auch schon eine ganze Menge. Ist jetzt aber auch der fünfte Gegner. Zack, aua. Ah, okay. Ja gut, jetzt werde ich mal versuchen, dem Gegner die Energie runterzuziehen. Autsch. Interessant ist übrigens auch der Soundtrack, der ist von Richard Joseph. Oh Mann. Richard Joseph ist jetzt keiner von den super bekannten C64-Musikern gewesen. Der hat auch nur eine Handvoll Musikstücke geschrieben, aber die, die er gemacht hat, sind meiner Meinung nach auch ziemlich gut gewesen. Was ich bei Barbarian leider sehr schade finde, ist, ich meine, ihr seht es gerade schon, eigentlich hat das Spiel nur zwei Hintergründe, die ganze Zeit abwechseln. Also viel Abwechslung ist da nicht, weil es nur zwei Hintergründe hat. Barbarian hat insgesamt vier Hintergründe, das ist allerdings je nachdem, welchen Modus man spielt, gibt es da zwei andere.
Also es gibt diesen Übungsmodus, wo es am Ende keinen Zauberer gibt. Also hier bei diesem normalen Tournament-Modus, den ich gerade spiele, ist halt der Sinn des Spiels, am Ende des Spiels den Zauberer zu besiegen, der da oben gerade zuguckt, was eigentlich auch nahezu möglich ist. Wenn ich im Practice-Modus halt die ganze Zeit immer nur gegen Computergegner so lange kämpfe, bis ich halt irgendwann verloren habe. Und ja gut, der Practice-Modus ist auch relativ uninteressant dementsprechend. Ich habe jetzt eigentlich nur ganz kurz erwähnt, weil, wie gesagt, es ist halt insofern interessant, weil es zwei andere Hintergründe gibt. Einmal so ein Waldstück und einmal so eine Lichtung. Ansonsten ist der Practice-Modus meiner Meinung nach sehr uninteressant, weil es eben keine wirkliche Story hat. Also was heißt Story, aber es hat eben kein wirkliches Ende. Ach so, bei Barbarian ist es übrigens auch so, wie bei den meisten Spielen der 80er Jahre. Ich habe nur dieses eine Leben und für den Fall, dass ich verlieren sollte, muss ich halt direkt wieder ganz am Anfang starten. Also das heißt, es gibt keine Continue-Funktion. Ich habe nicht mehrere Leben oder sowas. Also wirklich, wenn ich verloren habe, dann ja, fange ich wieder direkt im ersten Level an. Also beim ersten Gegner. Und was eben auch sehr typisch ist für diese 80er-Jahre-Spiele. Und also momentan habe ich ziemlich Glück. Also wie ich bereits sagte, dass ich wirklich schaffe, so schnell die ersten Gegner zu köpfen, ist sehr selten. Aber da habe ich jetzt gerade echt wirklich einen guten Run gehabt. So, ich bin jetzt auch schon mal am vorletzten Gegner. Danach kommt der Schwarze, also ein Typ im schwarzen Hemd. Und dann ist das Spiel auch beendet, also im wahrsten Sinne des Wortes. Danach kommt eigentlich ein Kampf gegen den Zauberer, aber der ist meiner Ansicht nach unheimlich schlecht ausbalanciert. Also ich bin ehrlich, ich habe ihn noch nie besiegt. Und ich kenne auch ehrlich gesagt niemanden, selbst wenn man so in Internetforen mal guckt. Es scheint offenbar auch wirklich niemanden gegeben zu haben, der diesen Zauberer jemals besiegt hat. Also zumindest nicht ohne Cheats. Da muss man uns langsam aufpassen, weil der Computergegner nämlich jetzt auch langsam echt aggressiv wird und beginnt mich zu enthaupten, wenn ich nicht aufpasse. Und der Enthauptungsschlag, ihr seht es gerade, hat natürlich auch den Nachteil, er dauert sehr lange, den auszuführen. Ich zeige es euch nochmal. Whoop, zack. Ihr seht es gerade, und in der Zeit, während ich halt diese Drehung mache, kann ich mich halt nicht decken oder gar nichts. Also sprich, der Computergegner hat genug Möglichkeiten, mich dann wirklich zu treffen. Deshalb empfiehlt es sich bei aggressiveren Gegnern, das eigentlich nicht mehr zu versuchen. Gleich direkt Drax, also der Zauberer heißt Drax, hab ich ja glaube ich schon erwähnt. Und, na gut, ja, wie ich bereits sagte, er blockt jetzt eigentlich fast alles. Autsch. Uah. Jetzt sollte ich, jawohl, und der Boss. So, jetzt kommt Drax, das ist der Zauberer da oben. Das wirklich Schwere bei dem ist, ihr werdet es gleich sehen, er schießt die ganze Zeit mit Feuerbällen, den ich ausweichen muss. Ob. Und hier ist wirklich, wenn mich ein so ein Feuerball trifft, bin ich sofort tot. Und da mein Barbar auch ziemlich langsam ist, ist das hier wirklich ein reines Glücksding. Also wie gesagt, es ist echt selten, dass ich das schaffe. Ja, das war klar. Das meine ich. Ich habe jetzt verloren. Und je näher ich dem Zauberer komme, desto schneller schießt er auch diese Feuerbälle. Ich halte den wirklich für nahezu unbesiegbar. Ja gut, in erster Linie habe ich Barbarian jetzt auch wirklich in diese Folge genommen. Einfach weil es historisch gesehen meiner Ansicht nach schon ein sehr interessantes Spiel ist. Zum einen ist es damals ein sehr populäres Fighting-Spiel gewesen. Und zum anderen ist auch wirklich durch diesen Enthauptungsschlag ein zusätzliches Element drin, wo man wirklich taktisch mit einem Schlag den kompletten Kampf nochmal für sich entscheiden kann. Egal, wie man vorher da stand. Und das hat es so in der Form zuvor noch nicht gegeben. Und ich will jetzt noch einmal das Ende zeigen. Ja, Leute, die meine Sendung kennen, die wissen es wahrscheinlich. Normalerweise hasse ich das eigentlich, auf Cheat-Modis oder auf Schummeln oder auf andere Tricks zurückzugreifen. Aber ihr habt es gesehen, also ich habe Barbarian wirklich nicht geschafft. Also ich wüsste jetzt auch keine Taktik, wie man diesen Zauberer besiegen kann. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es eine gibt. Und deshalb habe ich einmal auf so einen Schummelmodus zurückgegriffen, um euch jetzt wenigstens mal das Ende zu präsentieren zu können. Normalerweise hasse ich das, aber ich wollte jetzt einfach mal das Ende zeigen. We'll be right back.
Ja gut, damit ist auch die dritte Fighting-Folge beendet. In der nächsten Folge werde ich mir Street Fighter 1 vornehmen. Also insgesamt will ich dieses Fighting-Special über 6 Folgen ziehen. Und ja gut, ich hoffe mal, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!